Das gibt es im Theater Pforzheim auch nicht alle Tage. Zwei Stücke an einem Abend. Chick und Bilder deiner großen Liebe. Beides sind Stücke nach den gleichnamigen Bestsellern von Wolfgang Herrndorf. Chick handelt von einer ungewöhnlichen Freundschaft zweier Jungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Mike kommt aus bürgerlichen Verhältnissen. Der Vater ein Workaholic, die Mutter Alkoholikerin. Chick kommt irgendwo aus Russland. Beide sind Außenseiter. Chick überredet Mike zu einem Roadtrip, ohne Karte und Kompass, in einem geklauten Wagen. Ich fuhr auf irgendwelchen Schleichwegen ein paar Kilometer durch die Felder und kam auf ein altes Sägewerksgelände. Für Mike ist es eine Flucht, raus aus dem öden Alltag, hinein in ein Abenteuer. Und Chick findet in Mike einen Freund. Doch die Freundschaft von Chick und Mike wird auf eine harte Probe gestellt, als sie Isa treffen. Chick ist ein ganz klassisches Roadmovie. Wir erleben zwei Jungs auf einer Reise, die ganz schräge, extrem lustige und teilweise auch sehr freundschaftsstiftende Erlebnisse haben, die jeder nachvollziehen kann. Es macht großen Spaß und es hat ziemliches Tempo und Rhythmus und lustig, ist sehr lustig. Während Bilder deiner großen Liebe eine Seelenreise ist. Das ist sozusagen die Reise eines sterbenden Menschen, der begleitet wird von seinem Engel Isa. Es ist ein sehr poetischer Abend und wir haben da wunderschöne Bilder für gefunden. Und wobei es da auch komisch wird bei Isa. Es ist kein sehr ernster Stoff. Es ist sehr poetisch und auch manchmal sehr skurril lustig. Als Fortsetzung zu Chick schrieb Wolfgang Herrndorf Bilder deiner großen Liebe. Die Jugendromane begeisterten mehr als 2 Millionen Leser. Der Doppelabend feiert am Samstag, 19. September, Premiere im Podium des Theaters Pforzheim. Der Zuschauer soll mitnehmen, dass er sich hoffentlich auf sich selbst zurückgeworfen fühlt, in seine Kindheit mit, in seine eigene Jugend mitentführt wird und nochmal, also ging es mir beim Lesen, die ganzen aufregenden Dinge der Pubertät nochmal zu erleben, der erste Kuss, die ersten Abenteuer, wenn man mal alleine von zu Hause weg ist. Das turbulente Stück ist für Jugendliche genauso wie für Erwachsene eine große Freude. Ich sagte, Beyoncé, ich sagte, für dich.